Hey und willkommen zur nächsten Folge von ARK. In den letzten Tagen gab es keine ARK-Folge, weil ich habe eigentlich nur gegrindet, auch mal einen Tag Minecraft wieder gestreamt. Und ich wollte euch die Suche ersparen nach einem zweiten T-Rex, weil ich habe stundenlang wieder gegrindet, nichts gefunden. Und das war jetzt nicht so folgenworthy. Aber heute gibt es nochmal eine Folge, weil gestern wurde der Server geupdatet. Wir haben ab sofort Alphas drauf und Tech-Dinos. Und was da so alles abging und welche Bekanntschaft ich da gemacht habe, seht ihr jetzt in dieser Folge. Deswegen schaut da rein. Ich hoffe, es wird nice. Zwischenzeitlich bin ich noch an der Agentavis-Zucht dran, aber da habe ich jetzt hier auch noch nicht so übelst viele Fortschritte gemacht. Das dauert einfach Ewigkeiten. Vielleicht wisst ihr, wie es ist, wenn ihr auch ARK spielt. Und viel Spaß mit dem Video und Like für den lieben YouTube-Algorithmus, wer noch wahnsinnig lieb, wenn ihr dran denkt. Hilft immer immens. Vielen Dank. Let's go. Warte mal ganz kurz. Ist da ein Giga-Level 44? Da ist knallhart ein 44er Giga. Hallo? Krieg ich es auch wieder weg jetzt hier? Server Restart? Ja, moin. Server Restart. Und ich sitze wieder auf dem Vogel. Es ist jetzt alles freigeschaltet. Das heißt auch Gigas. Ich brauche gar nicht erst versuchen, den zu zähmen. Also, ich brauche dafür Behemoth Metal Gates. Und der Giga, der hier oben war, ist weg. Server Restart und er ist weg. And it's gone. Dino Vibe. Yep, das heißt aber auch, dass ganz wieder ganz gut ist, dass wir wieder neue Dinge finden. So, warte mal, alle Rezepte sind jetzt übrigens freigeschaltet bis Level 100. Leute, es können jetzt Alphas spawnen. Ich habe noch nie ARK mit Alphas gespielt. Haben besseren Loot und geben gut XP. Aber sind auch sehr stark. Die Alphas, die leuchten so, ne? Die haben so eine rote Wolke. Das habe ich mal in einem Video gesehen, aber. Oh, das ist ein Tech. Tech Stegosaurus. Level 4. Oh mein Gott, ich habe das jetzt auch gar nicht gekriegt, weil der Raptor das gefressen hat, oder was? Habe ich da was gekriegt? Nö. Ich habe gar nichts eingesammelt. Gemein. Meinem. Oh, Alpha. Da hinten ist ein Alpha. Alpha Kano Level 36. Direkt unter G-Time Space. Kann ich den killen? Der ist easy. Also, ich kann aber auch noch wegfliegen davon, hoffentlich, ja. So, probieren wir das doch mal. Wie sieht's hier aus? Hallo Kano. Den Schaden habe ich gekriegt, bisher nichts. Der macht irgendwie gar keinen Damage. Der ignoriert mich. Wir haben extrem viel Leben, das habe ich schon mitbekommen. Auf die Ausdauer achten, ja, ja, machen wir. Ja, geht. Geht aber so vom Damage, muss ich sagen. Der macht 50 Damage pro Schlag. Ausdauer geht hoch. Ich hole mir den jetzt gleich. Also im Flug hat er schon mal gar nichts gemacht hier. Wenn ich im Flug bin, macht er nichts. Doch, 80 Damage hat er jetzt gemacht. Okay, das geht ja noch. Ich habe gedacht, das sind Ultra-Dinos. Der hat ja sehr viel Leben. Man schätzt ja, wie viel Leben der hat. Wenn ich 10 mal beiße, mache ich 800 Damage, logischerweise. Der hat 11.000. Ich habe dem fast die Hälfte abgezogen jetzt gleich. Okay, ich sollte aber ziemlich weit halt hier oben immer bleiben in der Luft, sodass der mich nicht so gut erwischt. Ich kriege ja auch selbst XP, wenn ich auf den jetzt gekillt habe, ne? Dann kriege ich nicht nur mein Vogel XP, sondern ich kriege selbst auch XP. Ist halt verhältnismäßig sehr wenig. Das reicht nicht gar nicht. Bin mal gespannt, wie viel wir dann kriegen. So, und wenn ich den jetzt kille, wenn ich den nicht mit der Hand kille, sondern Vogel, kriegt mein Chibi trotzdem seine XP, ja? Höchstwahrscheinlich weniger, schätze ich mal, aber. By the way, kommt es bei ARK eigentlich darauf an, wer den letzten Hit macht oder wer den meisten Schaden an einem Dino macht? Ist das prozentual gedingst? Weil dann könnte ich einfach hingehen. Einfach den letzten Hit mit dem Dings machen. Last Hit. Okay. Ich habe schon wieder keine normale Munition dabei, einfach. Ich glaube, ich werde dann einfach mit Torpor-Munition draufschießen oder so. Der hat nur noch 82 Leben. 83 Leben. Oh mein Gott. Dann könnte ich jetzt absteigen, Last Hit machen. Und wir haben ihn gekillt. Meister der Vogel gemacht. Ich habe einfach Last Hit gemacht. Fett XP kassiert. So, looten. Was gibt's hier? Oh! Oha!
Oha, oha, oha. So, ne übelster Crossbow, Bogen ist okay. Und was haben wir hier? Carnotaurus Arm. Soll ich den jetzt mit einer Axt abbauen? Einfach ganz normal? Oder wie läuft das jetzt hier? Braucht man für Primate? Ja, gut, aber... Primate gibt ja sehr viel, das stimmt. Aber ich kann damit gar nichts anfangen gerade. 10 Primate. 14 Primate. Oha. Oh ja, da schon wieder einer. Wie war das nochmal, diesen selten? 16er Kano Alpha. Wie war das nochmal, diesen selten? Der ist auch auf jeden Fall größer. Kann der mal herkommen? Der müsste jetzt aber weniger Leben haben und so, ne? Und dann werde ich auch hier wieder den letzten Hit machen. Aber ich muss das mit einem Betäubungsfall wahrscheinlich machen. Ich habe keiner. Oder warte. Kriegen wir den Spinno kaputt? Ich brauche mal normale Pfeile. Von einem Spinno kriege ich normale Pfeile, oder? Der Spinno hat einen Alpha-Boost. Ja, das wird's erklären. Der macht unnatürlich viel Schaden für sein Level. Nach dem Wasser hat der einen Boost. Ja, das erklär's. Ganz ehrlich, mit dem Spinno kann ich's vergessen. Der zerpflückt meinen Vogel. Dann holen wir uns gleich da vorne den Alpha. Ja, ich habe keine Munition dabei. Und wieder gekillt. 16er Alpha. Gekriegt haben wir. Dicke Armbrüste und eine Axt. Eine Metallaxt 174. Was heißt das im Klartext? Kriegt man dann mehr Holz raus, wenn die stärker ist? Mehr Material. Okay, das ist strong. Und da haben wir den Alpha Raptor. Level 12. Und Alpha Raptor, habe ich gehört, ist geil. HP hat er 5000 HP. Er macht aber nicht viel Schaden. Oh, ein T-Rex? Da ist auch noch ein T-Rex. Level 4. Der hat bestimmt Boost vom Raptor. Kann das sein? Also Alpha-Tiere geben anderen Raubsaurier einen Boost. Stimmt das? Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich bin gebrochen einfach. Was ist das denn auch? Ja, T-Rex, alles fein, alles gut. Muss ich auch gleich den Raptor, ne? Wir müssen ganz dringend mal den kleinen Raptor killen. 231 Leben hat er noch. 139 hat er jetzt schon wieder. Ich musste aber erstmal das Schwert auswählen, bevor ich das halt mache, ne? Oh nein, der Vogel hat ihn gekillt. Oh Gott. Der Vogel hat ihn gekillt, als ich abgestiegen bin. Habe ich jetzt habe ich natürlich wieder nichts gekriegt. Keine XP, alles schon wieder. Warte mal ganz kurz. Der hat nichts im Inventar! Kein Loot? Was für eine Fiesta. Ich finde die Alphas sind voll häufig. Schon der dritte, den ich gefunden habe, mit dem ich mich ewig kloppe. Leute, ganz ehrlich, ich muss ganz, ganz dringend morgen. Ganz, ganz dringend werden wir morgen einen geprägten Argentavis haben, der auf Damage gelevelt wird. Blaue Sichel, warte, blaue Sichel im Argentavis? Oh, das kann sein. Dann hat er es um den Bogen, dann hat er es eingesammelt. Ich hätte auf Passiv stellen sollen und wegmetzeln müssen. Aber der war noch auf Neutral. Hätte ich vielleicht mal schnell noch anders machen sollen. Das ist halt das schon wieder ein Alpha. Das gibt's doch nicht. Ein Kano-Alpha. Leute, eigentlich will ich jetzt Rexe suchen. Wie war das? Die sind selten. Die sind überall. Weiblicher Alpha-Carnotaurus. Wie viel Leben hat er? 12.000. Nope. Leute, wir werden jetzt hier die ganze Zeit... Nein, machen wir nicht. Hier ist alles voll. Ich brauche endlich mal einen T-Rex. Es kann nicht sein. Also wenn ich einen kleinen sehe, dann überlege ich es mir nochmal. Aber ein bisschen Abwechslung. Ich muss erstmal rumfliegen. Wir brauchen T-Rex. Komm, T-Rex. Aber hier ist alles voller. Das ist... Wie waren das? Die sind noch nicht selten. Eigentlich hätte ich doch mal nebenbei selbst einfach Singleplayer-Arc-mäßig mir was einstellen müssen mit Super-Speed-Einstellungen, wo man alle sehr, sehr schnell bekommt, um das Game zu lernen, oder? Eigentlich hätte ich das einmal machen müssen, wo alles einfach so auf maximal schnell gestellt ist, einfach nur das Spiel zu lernen. Wo ich dann einmal komplett durchrenne, Bosse mache und volles Programm. Aber ich lerne das jetzt aber, naja, ist das dann noch Spaß, sich überhaupt zu spielen? Weil jetzt entdecke ich das ja so für mich. Lernen wir auch mit, ja. Tech-Steo sieht heftig aus, ja. Was ist denn hier hinten los? Schon wieder ein Tech-Rex! Tech-Rex! Level 4. Level 4er Tech-Rex.
Zähmen. Warum soll ich denn zähmen? Das ist halt ein Level 4er Tech-Rex. Tamen für Flex. Einfach nur, weil der cool aussieht, oder wie? Ich kann rein gar nichts erkennen hier. Ich schieße ein bisschen blind. Oh. Das ging schnell. Oh nein, der wird angegriffen. Oh nein, er wird angegriffen. Von einer Schildkröte. Das ist ja sowieso nur zum Flexrex, ne? Sag mal. Wo ist eigentlich das Problem bei dir, Schildkröte? Vier ist das egal. Ich mache keine Barrikaden drumherum. Ich hole aber Prime Meat. Ja, genau. Weird Flexrex. Genau. Nehmen wir mit. So einfach. Pokéball, go! Und damit haben wir einen Weird Flexrex. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wie es weitergeht, seht ihr im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.